Welcome to the age of the great guilds. And welcome zum neuen Let's Play vom Shinobel, dem Professionals. LucasArts, ich habe mich natürlich für Loom entschieden, ein klassisches, super Click-and-Point-Adventure aus früherer Zeit. Click-and-Point-Adventure ist hier ein bisschen anders. Und zwar muss man hier mit Tönen interagieren. Wie ihr euch das vorzustellen habt, werdet ihr gleich noch zu sehen bekommen. Das hier ist die Talkie-Version. Normalerweise ist das, weil es ja schon ein altes Spiel ist, ist es ohne Sprachausgabe. Talkie-Version heißt hier, es ist mit englischer Sprache, aber dafür mit deutschen Untertiteln. Ich hoffe, das schickt. Und deswegen brauche ich ja wahrscheinlich auch nicht vorlesen, weil die meisten werden ja lesen können. Und Englisch muss man ja nicht können, wenn man hier mitlesen kann. My son of Signa, it is the dawn of your 17th year. The elders await you in the sanctuary. I've never known them to weave such a bright messenger nymph. I wonder why the elders want to see me. I better get down to the village. So, den Untertitel kann man jetzt einschalten. Am Anfang ging das noch nicht. Textanzeige ein- und ausschalten mit F9. Da drücken wir mal F9. Text wird angezeigt. So, los geht die wilde Fahrt. Das hier ist unser Hauptcharakter. 17 Jahre ist er, wie schon gesagt. Bobby heißt er. Wenn ich mich nicht irre. Hier ist ein Blatt. Was machen wir mit dem Blatt? Das einzelne Blatt. The last leaf of autumn. Da geht's dahin. So, also, ab ins Dorf und dann hören wir mal, was der Rat der Weisen, so nenne ich ihn einfach mal liebevoll, von uns will. Schließlich sollen wir uns hier bei dem melden. Mal gucken, was da los ist. Und mal, warum wir überhaupt da oben an dem Baumchen an einem Schläfchen gehalten haben. Gut, das werden wir jetzt wahrscheinlich, wird das der Rat der Weisen jetzt nicht aufklären. Und das Schläfchen werden wir wahrscheinlich gehalten haben, weil wir müde sind. So. Also es ist schon lange, lange, jahrelange her, wo ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Deswegen werde ich mir auch hier wahrscheinlich öfters rumrätseln. Den Anfang kann ich mir noch, weiß ich es noch so in etwa. Ja, früher, Click-and-Point-Adventures waren ja früher Mode, sage ich mal. Das also heutzutage werden ja nicht mehr, sind ja nicht mehr so viele am Start, aber es gibt natürlich noch sehr gute Click-and-Point-Adventures. Früher habe ich mit meiner Familie ganz viel, wo ich noch kleiner war oder jünger, eher mal gesagt, viele Click-and-Point-Adventures gespielt, zum Beispiel Zahlen des Sorcerer, was ich ja auch als Let's Play habe. Oder Indiana Jones, and the Fate of Atlantis. Oder Monkey Island, alle Teile. Oder Day of the Tentacle. Zack McCracken. Liza Suit Larry, was ich ja auch noch spielen werde irgendwann. King's Quest, Space Quest Reihe. Police Quest Reihe. There's Hedgehog. And the elders don't look at all pleased with her. You have heard the findings of this council, Dame Hetchel. Have you anything to say in your own defense? My elders, my actions speak for themselves. This reckless defiance is intolerable. Any secret you share with Signa's son might be turned against us. His talent is awakening, and the power is very strong in him. We dare not desert him now. Stubborn old fool! Who are you to decide such things? Enough, Lachesis! Hetchel, I am grieved to see your many years of service end in such disgrace. My destiny is yours to weave. Hetchel, the fabric of your life has been woven by your own choices. Gaze once more upon the great loom, if you would know your ultimate destiny. For that destiny is now upon you. Oh!
A swan's egg. What does it mean? Something is deeply wrong. That draft has never failed before. What is that noise? Outside! The guild is under attack! Who dares to desecrate the great loom of the weavers? This is the work of that demon boy! We should kill him while we still can! Your name will be cursed forever! Son of Signa! Loom Child! Bobbin Threadbare! My name? But I had nothing to do with this! Wait! Where are you going? No explanations. No goodbyes. And once again, I'm left behind. So, jetzt stehen wir natürlich vor einem großen Rätsel. Das ist der Webstuhl. Hier ist unser Werkzeug für die nächsten Stunden. It's heavier than it looks. Ganz wichtig. So, hier unten sind die Noten. Jetzt klicken wir mal auf den Webstuhl drauf. C, F. Those are the same four threads spun by the elders. C, F, G, C. Das heißt, F und G. Still echoing in the loom. So, jetzt aber. F und G haben wir natürlich noch nicht. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen weiterspielen. Jetzt haben wir erstmal nur C, D, E. Und hier liegt noch ein Ei. The egg, it's trying to open. E, C, E, D ist also der Ton für öffnen. Am besten, ich habe mir hier einen Zettel und einen Stift dabei genommen, um das alles aufzuschreiben, weil hier gibt es ja kein Inventar, wo man das mal nachlesen könnte. Deswegen schreibt man sich das am besten alles auf. E, C, E, D. So, und das benutzen wir jetzt mal auf das Ei. There's my boy. What's happening? The whole village has flown away without us. From the moment you came into this world, Bobbin, great and terrible things have been happening. The elders hoped that your birth was the cause of it. Why would the elders want to get rid of me? I'm such an awful weaver that they never even let me study with the others. They fear you, Bobbin. When the swan arrived, they were already trying to weave the same draft on you that they had worked on me. But the draft turned against them. It means only one thing, that the pattern is failing of its own accord. No! Can't it be stopped? Stop chaos? The only thing to do is embrace it and turn ourselves into creatures of shadow. Or plan our escape. Escape? To where? I don't know. But if we are to survive, we must find out where that flock has flown and join them if we can. You've already found Atropos' distaff. Good. You won't be able to weave very much with it at first. But as you practice, its true power will be revealed to you. It's time to leave this island, Loom Child. Your destiny lies beyond the sunset, across the sea. Mother Hetchel, where are you going? Goodbye, Bobbin. I must follow the swans. Well, this is a fine mess. Everybody's gone and I still don't understand what's going on. Why did they keep calling me Loom Child? Nobody's ever let me anywhere near a loom. Da fliegt sie dahin, die gute Hetschel, und lässt uns mit einem riesen Rätsel, mit einem riesen Fragezeichen alleine. Aber wir sind ja nicht irgendjemand, wir sind Bobbin.
Den Namen Nachnamen weiß ich jetzt nicht genau. Aber ist auch nicht wild. Bobbin sind wir auf jeden Fall. Und wenn wir schon Bobbin heißen, kann hier nichts mehr schief gehen. Auf jeden Fall hat das eilig. Sehen wir ja hier. Hat er sogar eine Gehhilfe, dass er mal ein bisschen in die Pötte kommt. Aber dem ist nicht so. Und bei den meisten heutzutage die Click-and-Point-Adventures, wenn man da irgendwo hinklickt, an den Bildrand oder so, macht Doppelklick, dann ist man da sofort da. Hier ist es nicht so, da hat es nicht so eilig, unser Hauptcharakter. Aber wieso soll das auch eilig haben? Er hat überhaupt keinen Plan, was er machen soll. So, jetzt sind wir hier draußen. Dann gehen wir mal hier ins nächste Zelt rein. Das sehen wir, hier drin ist dunkel. Da gehen wir wieder raus. Weil wir haben noch keine Tonlage für Helligkeit. So, und dann gehen wir hier in das Zeltlein. Und benutzen wir die Glasflasche. G-D-D-E. G-D-D-E. Können wir noch nicht benutzen, weil wir noch kein G haben. So, Buch. That's the Book of Patterns. I already know what's in it. Das Buch der Sprüche. Das hätte man mitnehmen sollen, aber das will er nicht lesen. Hier ist noch ein Topf. Da kriegen wir jetzt bei dem Färbekessel. D, D, C, D. Grass green. I hate that color. So, da kann man umwandeln. D, D, C, D. Und rückwärts, wenn man die Sachen rückwärts abspricht, zum Beispiel jetzt D, C, D, nein, jetzt habe ich mich weiter geklickt. Nichts passiert, ja. Wenn man rückwärts abspielt, zum Beispiel D, C, D, D, changed. Dann wird nämlich wieder alles rückgängig. Also zum Beispiel, wenn man was aufmacht, kann man, wenn man dann die Noten rückwärts abspielt, auch wieder schließen. So, jetzt gehen wir mal hoch in den Wald. Da ist es bitter, bitter kalt und auch so finster. Deswegen machen wir es hell. Hier in den dunklen, kargen Wald. Da, wo wir hingehören. Da gehen wir jetzt hin. So, hier sind überall Astlöcher. There's an owl in there. Ja, da ist eine Eule drin. So. C. Und jetzt klicken wir auf das nächste Loch. Nochmal C. Another owl. Und auf das nächste Loch. C, C, D, ne C, noch ein C. Jetzt kommt so many owls in these woods. So, und jetzt klicken wir auf das nächste, aber es wäre ja kein Click-and-Point-Adventure. That one is empty. Wenn es so einfach wäre, aber schwer ist es auch nicht. Jetzt gehen wir hier ein Stück weiter nach links. Da ist schon die Eule, die in das Loch rein muss. Und da klicken wir die Eule mal an. He's fast asleep. Schläft tief und fest. Da probieren wir mal was aus. Und zwar färben wir die jetzt mal. D, D, C, D. D will nicht gefärbt werden. I can't even get owls to respond to my drums. Gut, hier ist was im Gebüsch. Was machen wir, was im Gebüsch ist? Ein Gestrüpp. Ouch. Da muss man den Hasen leider opfern.
Was steht hier? Ist ein Grabstein. Destiny shall draw the lightning down from heaven, roll its thunder far across the sea, to where I wait upon the shore of wonder, on the day the sky is opened and the tree is split asunder. Das hier interessant. Da mach ich mal. The day the sky is opened. Aha, das müssen wir uns mal merken, würde ich sagen. Das heißt, wir müssen den Himmel öffnen. Müssen wir aber aufpassen, dass er uns nicht auf den Kopf fällt. So, jetzt kriegen wir hier unseren letzten Ton. Viermal C. All the holes are full now. Eins höher als das andere. Hohes C. Naja. Lustig war das nicht wirklich. Deswegen gehen wir jetzt wieder hier hoch zum Wald. Zu unserem Schlafplatz, unserem ehemaligen. Wo das ganze Abenteuer begonnen hat. Da gehen wir jetzt wieder hin. Ja, die Grafik ist typisch für früher. Das erinnert mich an das, wo ich das Dorf jetzt hier unten gesehen habe, an Monkey Island 1. So, was stand auf dem Grabstein? Den Himmel öffnen. Hier sind wir ja Lage noch am Himmel. Jetzt klicken wir den hier hinten schön an. Und dann machen wir E, C, E, D. Für öffnen. Eine Zwischensequenz ganz ohne Ton muss ja auch mal sein, Jille. Da ist unser Fortbewegungsmittel. Is it over? Ja, all Schizzle, komm da raus. Spissi Blitzje. Versteckelte sich, naja. Warum denn nicht? Sonst wäre es hier schon vorbei, das Abenteuer hier. Oder er hätte Superkräfte. Ja, eins von beiden. Wir werden es nicht erfahren. Weil er hat sich für die Shizzle-Variante entschieden. So, wieder ab ins Dorf. Zu dem dunklen Ort, wo wir vorhin waren. In das dunkle Zelt. So, jetzt klicken wir auf die Dunkelheit. Machen wir mal Licht. Brückelicht. So. C, 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 C. Mal gucken, ob ich mir das merken kann. Und siehe da. Es ist wieder alles hell. So, hier ist ein Webrad, ein Spinnrad. D, E, D, C. Klicken wir auf das Gold, auf das Stroh. D, E, C, D. I guess that isn't a draft. Nee, ist es auch nicht. Weil ich mich wieder verklickt habe. Und da sind wir ein Level aufgestiegen, sag ich mal.
wir haben einen F dazu bekommen und wir haben Gold erschaffen. Tja, den Spruch, den müsste man natürlich können, wenn man aus Stroh Gold machen kann. Dann machen wir aus dem Gold hier, machen wir einfach mal Stroh. Dann aber frage ich mich, warum lag da eben Stroh in der Ecke und jetzt Gold? Machen wir mal, dass wieder Stroh in der Ecke liegt. C, D, E, D. C, D, E, D. Aber warum liegt der Stroh? Und warum habe ich eine Maske auf? Das sind meine Fragen, liebe Leute, die mir erstmal keiner beantworten kann. So, haben wir wieder was dazugelernt. Jetzt gehen wir hier an einen Ort, wo wir noch nicht waren. Zu den Möwen. Hallo Möwe. Was sagt mir die Möwe? Die sagt mir, öffne mich. Ich denke mir, ich soll jetzt nicht die Möwe öffnen, sondern die Muschel. Da will ich immer den Gefallen tun. E, C, E, D. So, und ich sag mal, guten Appetit, Muschel. Und bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Denn jetzt machen wir hier eine Pause, weil jetzt geht's ins nächste Abenteuer. Jetzt kommen wir runter von dieser Heimat. Jetzt geht's los in die Action. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Macht's gut und bis denn dann.